Jugend trainiert für Olympia ist cool, weil man als Team an den Start geht und zusammen verliert und zusammen gewinnt. Und wenn man halt gewinnt, das ist ein geiles Gefühl. Jugend trainiert ist cool, weil man anders wie im Leistungssport auch mit den Leuten von seiner Schule, also wirklich mit seinen Freunden, was machen kann und sich auf diesen Wettbewerb vorbereiten kann. Rudern ist, kennen irgendwie nicht so viele und das kriegt hier halt richtig eine Wertschätzung und das ist echt cool. Auch hier ganz cool mit den ganzen anderen Bundesländern, mal nicht nur von Berlin und Brandenburg, sondern halt auch Bayern und Hessen und alle. Ich rudere ja total lange schon und habe tatsächlich hier einen meiner ersten Wettkämpfe auch bestritten, vor 15 Jahren. Und damals war ich halt noch nicht in irgendeiner Auswahl oder Deutschlandauswahl so, sondern war halt einfach für meinen Verein unterwegs und für meine Schule. Und bin dann hier auch an den Start gegangen, konnte auch eine Medaille gewinnen und dann bin ich 12 Jahre später tatsächlich bei Olympischen Spielen gewesen. Deswegen war das sozusagen ein Traum, der sich so erfüllt hat. Berlin ist, glaube ich, für die meisten Schüler ein großes Highlight. Auch dieser große Bundeswettbewerb mit Schulen aus ganz Deutschland, aus allen Bundesländern. Und ich hoffe auch, dass wir die Schüler motivieren können, wenn wir hier die Siegerehrung machen. Max Munski, da wurde damals, glaube ich, die Siegerehrung von Marcel Hacker übernommen. Das weiß er jetzt noch und ich glaube, das ist schon aufregend.